Hey meine lieben Zuschauer, ich habe vor kurzem eine Umfrage gestartet bei uns auf dem Channel und die ist folgendermaßen ausgefallen. Ich habe euch gefragt, über welches Thema würdet ihr gerne mehr Videos sehen? Tatsächlich ist eins der meistgewähltesten die Blackbeard-Piraten und tatsächlich auf Nummer 2 Rocksteak Sebek. Wobei ich muss mal gucken, ob das der aktuelle Stand ist. Kann auch sein, dass sich das mittlerweile ein bisschen verschoben hat. Und auf Nummer 3 sind es die 11 Supernova. Viele haben uns auch natürlich tolle Kommentare hinterlassen. Das heißt, da gehe ich definitiv drauf ein. Ihr habt es verdient, dass wir auf eure Wünsche eingehen. Ihr habt uns tolle Themen genannt. Dazu werde ich definitiv Videos machen. Denn was ihr sehen wollt, das möchte ich euch geben. Heute fange ich schon mal an, über ein Thema ein bisschen zu reden. Wir schneiden das ein bisschen an und werden ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Jede Woche ein bisschen mehr. Und dazu habe ich auch andere YouTube-Kollegen befragt. Das heißt, ihr werdet definitiv mehr Videos zu diesem Thema sehen. Und ich fange mit dem drittmeist gewähltesten Thema an, also die 11 Supernova. Willkommen bei All Blue Review, wo du Reviews über den One Piece Manga und Anime, der Netflix-Serie und One Piece Theorien bekommst. Wusstest du, dass nur 4% unserer Zuschauer abonniert haben? Hilf uns, das zu ändern mit nur einem Klick und verteidige Zorros Ehre. Wenn ihr mit uns reden wollt, tretet im Weltregierungs-Discord von CypherpolX bei und schreibt mit uns. Weiter geht's nun mit diesem Video. Ihr bekommt von mir ein ganz kleines Update zu dem, was ich denke. Und zwar will ich anfangen damit, die ganzen 11 Supernova mal kurz so einen kleinen Rundown zu geben und für mich einzuschätzen, was ich über diejenigen denke. Ich werde wahrscheinlich nochmal von meinen YouTube-Partnern, Corazon, bis zu weiteren auch Garling mittlerweile, sein neuer Channel, checkt ihr mal aus, CypherpolX und von God Valley befragt, denn ich habe diese drei auch befragt. Das heißt, ich werde auf den ein oder anderen Supernova nochmal ein bisschen näher eingehen, was ich von ihm halte und was die von mir wissen wollen. Und werde euch jetzt schon mal so ein paar kleine Dinge geben in diesem Video, was ich denke, was dieser Supernova für mich bedeutet, wie stark er ist oder wie ich ihn einschätze und was halt eben für Potenzial hat. Fangen wir bei der Nummer 11 an, Capone Beige. In meinen Augen, Capone Beige war natürlich eine coole Bereicherung, sage ich mal, zu den 11. Wir wissen ja, oder hat sich diese 11 Supernova kurz vor Schluss eingefallen lassen. Und ich muss sagen, das war eins der coolsten Dinge, die ich damals im aktuellen One Piece, als ich das aktuell gesehen habe. Für mich sind die 11 Supernova eins der coolsten Dinge in One Piece ever. Einfach dieser Umschwung, dieses Zusammentreffen auf Sabaody Archipel, das war einfach ultra cool. Und so viele neue Charaktere zu sehen, die auf einmal schon so eine klein ausgebaute Hintergrundgeschichte haben, die halt richtig geil waren, die richtig stark sind und von denen man nicht wusste damals, wie krass sind die überhaupt. Man hat immer nur ihre Fähigkeiten mal kurz gesehen. Das war cool, weil man halt gleich 11 Teufelsfruchtnutzer gesehen hat oder halt eben noch nicht Teufelsfruchtnutzer, das wissen ja bei manchen nicht, die einfach abgefahrene Fähigkeit hatten, die wir natürlich vorher in One Piece so nie zur Hand bekommen haben. Wir haben ja immer pro Arc wahrscheinlich 1 bis 2 neue Teufelsfruchtnutzer vorgestellt bekommen. Und da waren es halt gleich mal 11. Und das ist halt mega cool. Capone Beige hat die Burgfrucht oder Castle-Castle-Frucht, welche ihn halt erlaubt, selber eine Art Festung zu sein oder Burg auch, Castle, ich weiß nicht, das wird immer wieder anders übersetzt, aber am Ende ist eine wirkliche Burg, die auch laufen kann, ne, in seiner, ich weiß nicht, ob das die erwachte Form ist oder eben weitergeführten Form. Damals ist er in seinem Körper geblieben, sah aus wie er selbst und hat eben dann Löcher geöffnet, zum Beispiel, um seine ganzen Crew reinzubekommen in seinen Körper oder raus. Und die konnten quasi von innen auch aus seinem Körper schießen, weil sie, sobald sie in seinen Umkreis gekommen sind, geschrumpft sind, um in seinen Körper zu gehen. Das heißt natürlich aber auch, was er an Schaden nimmt, könnte natürlich seiner Crew zum Verhängnis werden, denn sie sind natürlich in ihm drin. Ich fand das natürlich sehr skurril, habe mir aber damals erstmal so gefragt, so ja, was ist jetzt der Sinn dahinter zu so einer Frucht? Ja, es ist cool, weil er kann halt überall reinlaufen und keiner rechnet damit, dass er auf einmal abgeknallt wird von einer riesigen Kanone, die in seinem Bauch einfach verstaut wurde. Und ich muss sagen, jetzt halt eben nach dem Timeskip auf Whole Cake Island fand ich es völlig krass, dass er nochmal auftaucht und vor allem bei Big Mom in der Allianz mit drin ist und dann für die arbeitet. Und dieser ganze Twist halt am Ende auch, dass er dann versucht, Big Mom zu stürzen. Irre, hätte ich nicht erwartet, dass er quasi ausgerechnet da reinkommt, weil er jetzt nicht wirklich so der von den 11 Supernova war, der ultra krass herausgestochen hat, fand ich. An sich, finde ich, ist er nach dem Timeskip so ein bisschen zu krass, aber vielleicht eher dargestellt, weil er zeigt gar nicht so viel. Er performt meiner Meinung nach nicht so krass wie andere, die nach dem Timeskip deutlich stärker geworden sind, hat aber dafür eine extrem große Verantwortung und Rolle eigentlich.
Und ich denke mal, wir sehen definitiv noch mehr von ihm, weil die Verbindung zu Big Moms Tochter, natürlich, die er geheiratet hat, ist irgendwo da. Und irgendwo hat er ja auch mit den Strohhüten zusammen gekämpft. Also ich erwarte davon, dass da schon nochmal was kommt über ihn. Auf Platz 10 der Supernovas haben wir Jewelry Bonnie. Hier auch wieder eine Person, die damals eher ein bisschen underpowered gewirkt hat. Also sagen wir mal von ihrer Kraft her. Sie war jetzt nicht diejenige, die sich angelegt hat irgendwie mit krassen Gegnern. Gerade damals, als die Pazifisten auch aufgetaucht sind. Ich weiß nicht mehr genau, ob Capone Gangbaji auch auf den Sack bekommen hat oder wie er es geschafft hat zu entkommen. Er war, glaube ich, ein taktisch sehr kluger. Und Jewelry Bonnie hat sich auch eher den Problemen entzogen. Sie ist aber mit Zorro in Kontakt gekommen und da hat man schon gesehen, sie hat echt abgefahrene Fähigkeiten auf jeden Fall. Und jetzt sie nach dem Timeskip oder auch dazwischen immer wieder mal kurz zu sehen, war natürlich erstens cool, weil man natürlich den Verbleib der ganzen Supernova auch gesehen hat. Aber dass sie jetzt so eine tragende Rolle bekommen hat, finde ich unglaublich gut. Ich hätte niemals gedacht, dass sich ihr Charakter zu sowas Coolem entwickelt. Und auch damals, sie hat schon damals 140 Millionen Berry gehabt und momentan über 300 Millionen. Für das, was sie getan hat, ist das extrem viel. Und hat auch, wie gesagt, damals mit ihrer Teufelsfrucht vielleicht eher den schwachen Eindruck gemacht. Aber das hat sie definitiv jetzt wettgemacht, finde ich. Ihre Frucht ist auf jeden Fall auch um einiges potenzieller, als man denkt. Und wird bestimmt noch die ein oder andere Überraschung für uns bieten. Ich finde jetzt im Timeskip danach ist auf jeden Fall ihr wirklich alles gerecht gekommen, so wie man es eigentlich hätte nicht erwartet. Und ich finde das wirklich cool, dass Jewelry Bonnie weiterhin dabei ist. Ich wünsche mir, dass sie ein Teil der Strohhutbande wird. Aber wie gesagt, davor fand ich sie ziemlich cool, weil sie die einzige Frau war in den Supernova, die eben auch mitmischen konnte. Auf Platz 9 ist Scratchman Apu und ich muss sagen, wow. Am Anfang, okay, er ist einer der verrückteren Charaktere gewesen mit einer Fähigkeit, die damals nicht wirklich klar war, wie sie wirkt oder wie gefährlich sie sein kann. Und jetzt bei Wano Kuni oder nach dem Timeskip auf jeden Fall haben wir gesehen, dass er unglaublich gefährlich wird. Denn Geräusche als Waffe zu nutzen ist für die meisten einfach ein unüberwindbares Hindernis. Ich finde, er ist mittlerweile viel zu overpowered. Der Kerl ist einfach viel zu ulkig und viel zu bescheuert eigentlich dargestellt für die Stärke, die er wirklich hat. Eigentlich sollte es ja andersrum sein. Ein cooler Charakter hat auch wirklich starke Fähigkeiten. Hier ist es andersrum. Er ist mit seiner Ton-Ton-Frucht einfach ein voll... ich will es gar nicht so sagen, aber er ist so optisch ein Vollspast eigentlich mit seinen Tastenzähnen und allem. Aber hey, er hat tatsächlich nicht nur was im Kopf, sondern auch seine Fähigkeit beeindruckt natürlich jetzt im Timeskip danach extrem. Sein Verrat natürlich an die anderen ist ultra krass und macht ihn ziemlich düster und somit spricht eigentlich sein dummes Aussehen für ihn, denn wir haben ihn alle damit unterschätzt. Und ich denke, ich glaube nicht, dass er nochmal vorkommt oder nochmal eine richtig wichtige Rolle spielt. Wobei, man könnte schon sagen, ja, so wie er sich jetzt aus dem Staub gemacht hat am Ende, er hat ja selbst die CP0 überlebt und ist von Wano Kuni weggekommen. Also ich bin mal gespannt, was er noch alles im Schilde führen wird. Auf Nummer 8, Basil Hawkins. Ich finde, Basil Hawkins ist einer der coolsten Supernova überhaupt. Ihn fand ich am Anfang sowas von OP. Dieser Typ war so mysteriös, er hat mit seiner Vara-Vara-Numi einfach Sachen voraussagen können und es war nicht wirklich klar, was kann dieser Typ alles? Ist er ein richtiger Schwertkämpfer? Hat er eine andere krasse Teufelsfrucht? Was macht er? Und ist dieses Vorhersagen von Tarotkarten wirklich mit seiner Teufelsfrucht verbunden? Wir haben dann gesehen, als er von Kizaru angegriffen wurde, dass er mit Strohpuppen sein Leben quasi verschont hat und andere Menschen mit seiner Kraft geopfert hat. Viel dazugekommen ist jetzt nicht nach dem Timeskip zu seiner Kraft. Wir haben die Strohpuppe schon vorher gesehen. Wir haben seine Fähigkeit gesehen, Leben in sich selbst einzupflanzen oder andere Leute mit sich selbst zu verknüpfen. Es ist immer noch nicht 100% klar, ob seine Vorhersehungskraft mit der Teufelsfrucht zu tun hat. Am Anfang, vor dem Timeskip, war er sehr genau und gefühlt nach dem Timeskip hat er nur noch einmal richtig gelegen, dass sie eine sehr geringe Chance zu gewinnen haben gegen Kaido und danach lag er leider falsch.
Also ist fraglich, ob seine Teufelsfrucht wirklich in der Lage ist, ihm die Zukunft vorauszusagen oder ob das nur so ein Hobby ist von ihm. Auf jeden Fall fand ich es ziemlich schade, wie er sich am Ende entschieden hat. Hätte ich nicht gedacht, weil er wirkte sehr klug auf mich. Tatsächlich hatte er sich zu sehr auf sein Kartenlesen verlassen und damit falsche Schlüsse gezogen und somit leider stand er am Ende auf der Verliererseite. Ob er nochmal vorkommen wird, bezweifle ich. Er hat sein Fett wegbekommen und genauso wie in Bellamy zum Beispiel, der jetzt nicht wirklich mehr vorkommen wird, glaube ich, endet das auch mit Basil Hawkins. Kommen wir zu Nummer 7 der ganzen Supernova und das ist X-Drake, der ehemalige Vizeadmiral und mittlerweile auch bekannter Sword-Einheit, noch aktuell Marine, wie so eine verrückte Sache, also ein Ex-Marine, der doch kein Ex-Marine ist, ist Sword-Einheit, ein Pirat und hat sogar in der Kaiserallianz von Kaido mitgemacht. Fand ich auch sehr überraschend, dass er dort dann aufgetaucht ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass X-Drake zusammen mit Eustace Kidd, Basil Hawkins und Apu eine Allianz gemacht hat. Ich wusste irgendwie nur von Apu, Basil Hawkins und Killer und Kidd. Aber anscheinend ist X-Drake da auch irgendwie mit reingekommen. Vielleicht habe ich da was verpasst. Vielleicht sind meine Erinnerungen auch nicht mehr ganz so da. Auf jeden Fall fand ich X-Drake vorher auf Sabaody Archipel richtig, richtig cool. Seine Allosaurus-Frucht war halt damals geil, weil er war übelst groß, konnte mit einem Pazifista mithalten, hat aber dennoch ganz schön Schaden erlitten, als er dann den Laser kassiert hat vom Pazifista. War dennoch ein echt starker Supernova, der damals schon echt was drauf hatte. Und ich meine, im Retrospektiv muss man natürlich zurückgucken und sagen, er war Vizeadmiral, ja? Und als Vizeadmiral haben wir damals schon ziemlich andere Kaliber auch gehabt und um ein Vizeadmiral zu werden, muss man schon irgendwie was drauf haben. Ist also schon erklärlich, wieso er damals bereits so stark war. Jetzt, nach dem Timeskip, ist er nicht wirklich stärker geworden, leider. Obwohl er bei den Tobi Roppo dabei war, muss ich sagen, hat er ein bisschen jetzt nicht mehr so reingehauen wie früher, weswegen auch so ein bisschen der Dampf weg war, die meisten Leute ihn jetzt nicht mehr so cool finden. Ist halt dem geschuldet, dass er damals schon quasi fast auf dem Level war wie heute. Ich denke mal, dass er hätte nochmal ein bisschen was drauflegen können, vor allem als er dann auch sich mit CP0 angelegt hat. Da war schon irgendwie so, komm, zeig mal, was du kannst, X-Drake. Aber im Grunde ist er ja doch ein heftiger Typ und eigentlich recht hoch angesehen, vor allem bei Sword. Ich bin gespannt, wie viel wir noch von ihm sehen werden, denn er hat sich ja auch dann mit den Strohhüten verbunden zum Schluss. Aber er, wie auch viele andere, wurden am Ende von Wano Kuni einfach nicht mehr gezeigt und der Verbleib ist jetzt halt ungewiss. Deswegen mal sehen, was mit X-Drake dann danach ist. Nummer 6 ist Killer, einer meiner absoluten Favorites aus den Supernova. Warum? Er ist ein verdammt starker Schwertkämpfer und ich denke mal auch nicht ebenbürtig mit Zorro, aber kurz und knapp dahinter. Und wir haben auch gesehen auf Wano Kuni, dass er es geschafft hat, Zorro hart zu verletzen. Und das haben sehr wenige Gegner. Also gegen Zorro so auszupacken, dass man ihm eine Sense durch die Schulter jagt und er mal kampfunfähig wird für eine bestimmte Zeit, das ist schon ein wirklich krasses Stück. Und das waren noch nicht mal die Hauptwaffen von Killer. Denn mit den Hauptwaffen, mit seinen beweglichen Klingen hat er es ja auch sogar geschafft, Big Mom oder Kaido zu verletzen. Und zwar mit seinen Schallwellen. Das heißt, er musste noch nicht mal ein, wie haben sie das genannt jetzt hier, das Ryo-Haki benutzen, um quasi mit seiner Kraft durch das Haki eines Gegners zu kommen, durch die Haut, durch die Körperschichten. Er konnte das mit seinem Schnitt, mit diesem Ultrasonic-Schnitt. Und das war einfach jetzt nach dem Timeskip unglaublich krass. Ich finde ihn wirklich top. Er ist sehr, sehr stark, absolut nicht zu unterschätzen. Und ich denke, er kann es mit sehr, sehr vielen Leuten aufnehmen. Er hat keine Teufelsfrucht. Er hat diese Smile-Frucht jetzt gegessen, die ihn halt blöderweise die ganze Zeit zum Lachen bringt. Dennoch finde ich ihn immer noch sehr, sehr cool, auch wenn er so eine lustige Lache jetzt hat. Vorher war er halt so ein richtig mysteriöser Typ. Man hat sein Gesicht nicht gesehen, aber auf jeden Fall ein cooles Design. Ich liebe sein Charakterdesign, diesen Helm. Das hat einfach was, das ist mega cool. Und ich finde, einer auf jeden Fall der Charaktere, der richtig den Supernova so diesen Pep gibt. Zur Nummer 5, Rouge, einer der bisher noch am meist unerforschtesten Supernova, die wir haben. Er ist
unglaublich stark gewesen vor dem Timeskip. Der einzige, der es geschafft hat, alleine einen Pazifista zu legen, was absolut krass ist und seiner krassen Fähigkeit zu verdanken ist. Was bedeutet seine Fähigkeit? Das wissen wir bis heute nicht. Ist es eine Teufelsfrucht oder nicht? Er hat damals nur 108 Millionen Berry Kopfgeld gehabt, was ihn einen zu den geringsten Kopfgeldern eigentlich der Supernova macht. Dennoch, mit Abstand wahrscheinlich der damals auch stärkste, hätte er sich mit allen anderen angelegt, hätte ich behauptet, hätte er selbst Ruffy und Kid übertroffen. Denn den Schaden, den er einsteckt, den gibt er multipliziert zurück. Das heißt, er ist ein physisches Kraftwunder. Einen der coolsten Kämpfe, den ich mir immer noch wünsche, ist Urush gegen Jesus Barges. Weil Jesus Barges jetzt sowieso, er hat sich damals schon den stärksten Menschen der Welt oder den stärksten Kämpfer irgendwie in der Welt genannt, was natürlich nicht belegt wurde von ihm. Aber jetzt hatte die Stärke-Stärke-Frucht und da könnte man natürlich jetzt mal einen richtig coolen Clash zwischen ihm und Urush herausfordern. Denn das, was er Urush einschenkt, kriegt er natürlich dann wieder mit vervielfachten Wirkungen zurück. Also ich glaube, das wären physikalische Kräfte, die Urush vielleicht nicht mal in der Lage wäre zu kontrollieren. Wer weiß, was das anrichten würde. Ziemlich krass war er, dass mit seinen 108 Millionen Berry dann bei Big Mom ins Territorium eingedrungen ist und Charlotte Snack dann platt gemacht hat. Und Charlotte Snack war damals bei 600 Millionen Berry. Das ist ziemlich krass, der Unterschied, weil Ruffy hat auch niemals einen Gegner mit so viel Berry-Unterschied platt gemacht. Da war das höchste, glaube ich, vielleicht das Doppelte so an Kopfgeld, aber niemals fast sechsmal oder sagen wir fünfmal so viel. Das gab es eigentlich nicht. Und das macht schon mal klar, dass Urush definitiv einer ist, der sein Kopfgeld nicht bekommen hat aufgrund seinem Bekanntheitsgrad. Oder sagen wir mal, wie immer halt das große Rätsel ist, ne? Berry oder Kopfgeld entspricht nicht der Kraft. Müsste man hier quasi das Kopfgeld an seine Kraft anpassen, dann wäre bestimmt schon viel, viel höher und nicht bei 108 Millionen. Ich glaube, das Momentane ist mir gar nicht bekannt. Wissen wir auch gar nicht, was er momentan tut und wo er ist. Das letzte Mal, wo wir ihn gesehen haben, war, als er auf einer Wolkeninsel gegen Kaido verloren hat. Es hieß nur, er hat verloren, er saß blutend am Rand und hat zugeschaut, wie Kaido sich von der Wolkeninsel runtergeschmissen hat. Als er dann dort unten ankam, ist er ja auf Kid, Killer, Apu und Basil Hawkins getroffen. Ich bin sehr gespannt, was Urush danach bringt. Wir haben auch die Fragen natürlich an unsere YouTube-Partner gestellt über Urush. Das heißt, ihr werdet dort auch noch hören, was die von ihm denken und das Ganze ein bisschen ausführlicher noch behandeln. Nummer 4 der Supernova ist Zorro. Wir haben jetzt natürlich mit Zorro, ich würde sagen, mittlerweile, dass Zorro es easy mit den anderen mit Platz 3 und 2 aufnehmen kann. Denn ich finde sogar, Zorro ist schon auch kurz hinter Ruffy mit seiner Fähigkeit. Er ist unglaublich stark geworden. Zorro war schon immer krass. Zorro war jetzt natürlich nicht nur einer der meiner Lieblinge aus One Piece, aber man muss einfach sagen, die Art, wie Zorro sich halt immer gesteigert hat, war verständlich und man konnte immer so ein bisschen besser einschätzen, was Zorro eigentlich drauf hat, denn er hat ständig präsentiert, was er tut. Er hat trainiert, er hat sich immer Gegner rausgesucht, die halt wirklich eine Herausforderung waren. So Lappen hat er sich erst gar nicht genommen, das hat auch immer gezeigt, so, nee, ein Zorro gibt sich nicht mit den Lappen ab, während Ruffy das immer gemacht hat. Ruffy hat eigentlich auf jeder Insel sich erstmal mit einem kleineren angelegt, um dann quasi so sich warm zu machen und hat sich dann später, wenn es ernst wurde, auf den stärksten Gegner konzentriert. Während natürlich Zorro immer sich die Nummer 2 gepackt hat, aber auf dem Weg dorthin hat Zorro fast eigentlich auf jedem Arc immer mehrere Leute weggemacht, weil er einfach auch mal sagt so, hey, kein Problem, wenn du mich herausforderst, dann mache ich dich kalt. Es ist für ihn halt eine Ehrensache, wenn man einen Kampf beginnt, den auch zu Ende zu führen. Und ihm ist eigentlich auch relativ Wurst, wer er dann vor ihm steht, er behandelt alle gleich. Das finde ich auch cool, denn er behandelt Frauen genauso. Er ist also ein richtiger neutraler Gegner, dem ist egal, was für einen Hintergrund sein Gegner hat. Zorro ist natürlich vor dem Timeskip extrem stark gewesen, aber das, was er jetzt natürlich präsentiert hat nach dem Timeskip, sprengt natürlich nochmal alles. Hätten wir auch damals nicht gedacht, dass Zorro noch so krass wird. Aber natürlich verdient, sage ich mal, hätte Zorro hier einen höheren Platz. Die Nummer 3, Justas Kid. Kid fand ich damals sogar am coolsten
von den ganzen Supernova, weswegen auch in meinem Video über meine drei Lieblingscharaktere Eustace Kid mit ganz vorne dabei ist. Ich finde es sehr schade, was nach dem Timeskip mit ihm passiert ist. Ich will nicht zu viel spoilern, wer es noch nicht weiß, denn die Anime-Serie ist noch nicht so weit. Was jetzt mit Kid passieren wird, kommt bald. Ich denke mal, in den nächsten 3-4 Folgen müsste das passieren. Ich muss aber sagen, vor dem Timeskip war Eustace Kid für mich jemand, der halt unglaublich krass war. Er war der Einzige, der ein höheres Kopfgeld hatte als Ruffy zu dem Zeitpunkt. Obwohl man immer dachte, ja gut, als Protagonist muss Ruffy natürlich immer der Stärkste sein. Und dann war das erste Mal jemand mit dem Kopfgeld vor ihm. Die Begründung damals war, dass er ein so brutaler Mensch ist, weil er eben auch Unschuldige einfach gefoltert hat oder halt getötet hat. Und da hat man damals ein Bild gesehen, wie er Leute gekreuzigt hat. Seine Fähigkeit mit dem Magnetismus zu spielen ist natürlich so ein bisschen, ja, Magneto-mäßig, na, X-Men. Aber dennoch, ich fand es sehr originell gemacht, dass er halt hauptsächlich irgendwelche Waffen nutzt, um sich irgendwas zusammenzubauen. Das ist halt die Art und Weise, wie er es nutzt, spiegelt so ein bisschen sein Wesen wider. Er ist ein rabiater, brutaler Typ, ist ein Waffenfanatiker und demnach baut er eben seine Sachen. Dass er schon mal gegen Shanks kämpfen wollte und dann aber seinen Arm abgehackt bekommen hat, weil er in seinem Territorium war, das ging irgendwie so ein bisschen unter, habe ich so das Gefühl. Das wurde mal kurz angesprochen auf Wano Kuni, aber so richtig wissen, wer seinen Arm abgehackt hat, wissen wir, glaube ich, nicht. Also das wurde bis heute noch nicht so wirklich erklärt. Gibt Theorien darüber, aber die Frage ist natürlich, ist es so wichtig? Wichtig ist, was natürlich jetzt dann im Nachhinein noch passiert ist. Ich finde aber, nach dem Timeskip war Eustace Kid nicht mehr so der Performer irgendwie wie vor dem Timeskip. Ich finde, vorher, wie gesagt, war er Kopf an Kopf mit Ruffy und Law. Die drei haben ja damals richtig ausgepackt auf Sabaody-Archipel. Und danach, ihn jetzt auf die gleiche Höhe zu holen mit dem Kopfgeld wie ein Ruffy, ist halt einfach übertrieben. Ich meine, das haben viele so gesehen. Law und Kid haben zusammen einen Kaiser gelegt, während Ruffy halt eben einen Kaiser alleine gelegt hat. Auch dazu habe ich schon gesagt, es ist eigentlich nicht so wirklich richtig berechnet, denn ich meine, es haben sehr viele Leute mehr gegen Kaido gekämpft. So richtig wirklich 1-gegen-1 war das ja bei Kaido und Ruffy nicht. Aber dennoch, die Fähigkeiten, die er jetzt da an den Tag gelegt haben, waren halb so gefährlich wie die von Law. Law hat auf jeden Fall mehr Schaden an Big Mom gemacht als Kid. Und Kid war so ein reiner, mit dem Kopf durch die Wandbrecher. Also das war mehr auf physische Kraft ausgelegt als auf alles andere, keine wirkliche Technik, obwohl seine Magnetfrucht eigentlich so viel Mögliches hergibt. Und ich meine, sein Erwecken war ultra cool. Er hat ja eigentlich eine richtig krasse Fähigkeit gehabt mit seinem Erwecken. Schade, dass da nicht so richtig noch mehr draus gemacht wurde. Die eine Fähigkeit natürlich, Big Mom selber magnetisch zu machen, war cool. Ich fand das sehr, sehr cool. Aber irgendwie, das war eine Attacke und danach ist Big Mom trotzdem wieder aufgestanden und dann war es für ein Arsch. Und das fand ich so ein bisschen schwach. Da hätte man schon zeigen können, dass Eustace Kid definitiv noch ein anderes Kaliber ist, aber wurde am Ende nicht so wirklich gemacht. So, und dann haben wir die Nummer 2, Trafalgar Law oder Trafalgar D. Water Law. Tatsächlich hätte ich niemals gedacht, dass Law von dem damaligen Zeitpunkt als Nummer 2 der Supernova von der Nummer 3, er war ja nach Ruffy, im Kopfgeld der dritthöchste von den 11 Supernova, dass er mal so eine große Rolle spielt, hätte ich damals nicht gesehen und fand es ja krass, wenn man mal überlegt, wie lange wir einen Law jetzt schon als mehr oder weniger Hauptcharakter eigentlich sehen. Er ist ja kein Nebencharakter, seit Punk Hazard ist er tatsächlich mit der Strohhutbande unterwegs, was ihn automatisch, finde ich, zu einer Hauptperson macht, denn die meiste Zeit haben wir ihn auch gesehen. Ob es jetzt auf Punk Hazard war, ob es jetzt auf Dressrosa war, ob es dann auf Su war, ob es dann auf Wano war. Also die komplette Geschichte lief eigentlich mit Law. Und das ist schon mal das richtig Krasse, denn nach Law haben wir jetzt tatsächlich nur, ich würde sagen, Bonnie, die so viel Geschichte bekommen hat. Von den ganzen anderen Supernova haben die ganzen Leute nicht so viel Hintergrundgeschichte und Background-Story. Also man weiß noch nicht mehr so viel über die anderen. Aber über Law wissen wir sehr viel aus der Kindheit, eine sehr krasse Kindheit. Und auch durch die Background-Story und halt den ganzen Flashback, finde ich, wurden sehr viele coole Charaktere noch weiterhin erklärt und eingeführt. Kid hätte ich vorher zum Beispiel auch, also fand ich extrem stark mit seiner Frucht. Und danach fand ich gut, dass man ihn Stück für Stück gesteigert hat. Seine nächste Steigerung vom Room quasi auf Punk Hazard war schon mal cool.
Und dann kam, finde ich, passend zu Wano Kuni dann auch sein Erwachen. Das war halt der Unterschied, dass ein Justas Kid natürlich in der Zwischenzeit nicht groß gezeigt wurde und natürlich auch sein Erwachen zur selben Zeit erreicht hat. Aber schöner war es zu sehen, dass sein Lore quasi parallel zu den Strohhüten auch sein Erwachen erlangt. Vielleicht hatte er das ja vorher schon, weil er wusste ja schon davon. Ruffy hat es ja auch erst auf Wano Kuni dann erreicht, während ein Lore schon vorher wusste, dass er das kann. Genauso wie Kid. Das heißt, die beiden haben in den 2 Jahren auf jeden Fall genug trainiert. Und ja, seine OP-OP-Frucht ist halt OP, wie man so schön sagt. Sie ist wirklich overpowered, weil diese Möglichkeiten, die er jetzt macht, er macht so viele Dinge mit dieser Frucht, die einfach unerklärlich sind und die man kaum nachvollziehen kann, aber die halt irgendwie doch am Ende dann Sinn ergeben, weil er macht sie halt. Und das ist halt, ich finde das immer noch krass, jetzt am Ende auch nach Wano Kuni, was Trafalgar Law widerfahren ist. Auch da gebe ich jetzt mal keine Spoiler raus. Ihr seht es wahrscheinlich nächste Folge. Ihr habt jetzt in der letzten Folge vom Anime auch gesehen, das Aufeinandertreffen. Law hat sofort gemerkt, die Blackbeard-Piratenbande kommt auf sie zu. Das ist ein ziemlich krasser Clash. Einer der coolsten Kämpfe jetzt in der Nach-Wano-Zeit, finde ich, muss ich einfach sagen. Ihr werdet gespannt sein ihr werdet Augen machen, sage ich mal, was Law jetzt noch alles auspackt. Er hat jetzt auf jeden Fall eine Höhe erreicht, wo er richtig krass performen muss. Und ich finde, er ist einer der wenigen, die wirklich direkt aufs Ganze gehen und full out gehen. Und das finde ich cool. Ein Kid zum Beispiel ist da so ein bisschen, hat noch so ein bisschen eine Hemmung und hat ein bisschen zu viel, ist noch eingebildet, sagen wir mal so. Er bildet sich zu viel auf seine Fähigkeit ein, während ein Law ganz genau weiß, was er kann und dass er unglaublich stark ist und sofort alles gibt, weil er weiß, es geht um Leben und Tod jedes Mal. Das ist auch so ein Problem mit Ruffy, dass ich halt eben sehe, dass er das nie so wirklich macht. Und somit kommen wir halt auch zu Ruffy, zu Nummer 1. Ja, Ruffy damals natürlich, ich muss sagen, für mich war die Überraschung damals, als ich angefangen habe, den Sabaody-Archipel zu gucken und die das erste Mal von den 11 Supernova gehört haben, dass natürlich Ruffy und Zoro mit drin waren, fand ich unglaublich cool. Das war so, wow. Klar war das, muss ja so sein, weil die beiden so stark waren. Aber trotzdem war das damals einfach so eine coole Zeit und so überraschend, dass die zu etwas dazugezählt wurden, die allen irgendwie bekannt waren. So die 11 Supernova haben sich zusammengesammelt, auf einer Insel sind alle da. Oh mein Gott, wer sind die? Und Ruffy fragt sich, oh, wer sind die? Und dann guckt er rein und sagt immer, hö, das ist Zoro. Und dann, hö, da bin ich auf Nummer 2. So, what the fuck? Und das war irgendwie mega, mega cool, das Ganze irgendwie zu sehen und zu erleben. Und natürlich gerechtfertigt, denn seine Aktion, also Ruffys Aktion da in dem Auktionshaus mit den Meerjungfrauen und allem, dass er natürlich einem Tenryubito ins Gesicht haut, das spricht schon für sich und das hat auch alle anderen beeindruckt und somit haben die natürlich auch gesagt, okay, zu Recht, der Typ ist völlig durchgedreht, kein Wunder ist der einer der 11 Supernova. Und ich finde, Ruffy als Allgemeincharakter, klar, wir kriegen am meisten von ihm mit, die Entwicklung ist da und die Entwicklung ist jetzt momentan auf einem Peak. Immer wieder aber muss ich sagen, entwickeln sich andere Charaktere klüger und besser als ein Ruffy. Ruffy ist halt so, ich finde immer, das erinnert so ein bisschen an Naruto, so der bisschen Dummy, der halt eben hart auf hart lernen muss, der immer wieder quasi durch Schmerz lernen muss. Und das ist halt für mich das ein bisschen Nervige, ein bisschen Stressige, warum ein Ruffy, der eigentlich ja ganz schön klug sein kann und sehr viel Kampferfahrung hat und wenn er Kämpfe dann anfängt und sauer ist, springt Ruffy auf einmal von diesem Vollidioten in diesen ultra klugen, wirklich gnadenlosen Kämpfer um, der wirklich seinen Gegner richtig krass berechnen kann. Und das finde ich immer krass. Warum kann Ruffy nicht die ganze Zeit so ein ernster Typ sein, wenn es ums Vorankommen geht und Erweitern seiner Fähigkeiten geht? Es ist voll okay, dass Ruffy immer so ein lustiger Charakter ist und bleibt. Das muss so sein. Wäre schade, wenn das sich ändert und Ruffy auf einmal völlig verbittert wird. Ich hatte Angst, dass es passiert, jetzt mit Gear 5, weil offiziell Ruffy ja gestorben ist und als Joyboy reinkarniert wurde. Also das ist ja immer noch ein Fakt, den können wir, glaube ich, alle nicht bestreiten. Und ich habe mir gedacht so, oh je, ob Ruffy jetzt erstmal ein komplett anderer sein wird. Da ist natürlich immer wieder so mal der Vergleich für mich dann gewesen zu anderen Anime, wo der Hauptcharakter sich selbst einfach verloren hat. Und das wäre dann so ähnlich wie bei Bleach oder so, dass der Hauptcharakter erstmal wieder zu seiner alten Kraft zurückkehren muss,
Haben wir jetzt nicht so gehabt. Irgendwie ist alles ganz normal und keiner hat sich wirklich die Frage gestellt, was ist eigentlich jetzt passiert? Was bedeutet es, Joyboy zu sein? Ruffy interessiert es null. Finde ich auch komisch, weil selbst vorher hat er sich mehr Gedanken gemacht über seine Fähigkeiten und jetzt, wo er weiß, dass er quasi der Gott ist, der Sonnengott, da ist alles für ihn okay, alles voll normal. Das ist so ein bisschen das, was mich so gerade momentan am meisten aufregt. Nicht, dass es so weit gekommen ist. Ich finde auch seine Form ziemlich cool. Alles genial. Aber einfach dieses Umgehen damit, dieses mir nichts, dir nichts, ach, mir ist alles wurscht. Und eins der Dinge, die mich, glaube ich, am allermeisten momentan aufregen an Monkey D. Ruffy, ist einfach der Fakt, dass sein Traum, Piratenkönig zu werden, nach fast 25 Jahren One Piece, einfach gar nicht sein Traum war. Das habe ich mir auch einmal letztens in der letzten Folge durch den Kopf gehen lassen. Dieses, sein eigentlicher Wunsch zu äußern, von dem wir immer noch nicht wissen, was es ist, dass das eigentlich sein Traum war, und Piratenkönig zu werden, nur ein Hindernis quasi ist, das er überwinden muss, um seinen Traum zu verwirklichen. Fand ich einfach komisch. Das erinnert komplett an Baki. Wer Baki schon gesehen hat, Baki wollte niemals der stärkste Kämpfer der ganzen Welt werden. Nein, er wollte nur stärker als sein Vater werden, weil er mit ihm Beef hat. Und es ist halt nun mal so der Fakt, dass sein Vater das stärkste Wesen der Welt ist. Und das unterscheidet Baki halt eben in Baki von allen anderen Kämpfern, die versuchen, ihre Kampfkünste zu perfektionieren, während Baki einfach einen Scheiß darauf gibt und einfach nur versucht, besser zu sein als sein Vater. Und hier ist es irgendwie wieder dann auch so, und es nach 25 Jahren Anime zu machen, während das bei Baki schon relativ schnell ersichtlich war, was das Problem ist, finde ich jetzt einfach, keine Ahnung, ist nicht wirklich so die Optimallösung in meinen Augen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen arg kritisch. Ihr könnt da gerne dazu äußern, was ihr wollt. Ich finde es auf jeden Fall schade, denn das ist einfach nicht nötig. Ruffy will Piratenkönig werden, das ist sein Traum, das hat er immer gesagt, von Anfang an, über 1000 Folgen lang sagt er das, mein halbes Leben jetzt erzählt er sowas, okay, ein bisschen weniger, als mehr als halbe, ich bin ja gar nicht 50 Jahre alt, aber ich gucke jetzt wie gesagt auch schon, seitdem ich 13 bin, One Piece, ich bin jetzt 33, also ich gucke schon 20 Jahre One Piece. Und muss einfach sagen, nach 20 Jahren, wenn man mit einer Serie groß wird und der Hauptcharakter auf einmal sagt, ach was, habe ich euch noch nie gesagt, dass mein Traum was anderes ist? Das kam für mich so ein bisschen wie ein Schlag in den Gesicht. So, jetzt haben wir so einen kleinen Rundown gemacht über die ganzen 11 Supernova. Das sind nur meine Einschätzungen, wie ich die Charaktere wahrnehme. Wir können auch nochmal ein ganzes Video machen, die 11 Supernova erklärt. Wenn ihr euch das wünscht, dann sagt Bescheid. Es werden jetzt bald noch mehr Themen abgefrühstückt von denen, die ihr euch gewünscht habt, aus dem Poll, aus dieser Umfrage. Das heißt, bleibt dabei, wenn ihr die anderen Videos auch gerne sehen wollt. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye. The All Blue. The All Blue is real.